Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen unserer Fortuna und dem 1. FC Nürnberg. Ich begrüße beide Cheftrainer neben mir auf dem Podium und gebe das erste Wort an unseren Gast, Michael Kölner, bitte. Ja, vielen Dank. Vorab möchte ich mich bei der Fortuna recht herzlich bedanken. Wir konnten heute früh auf dem Trainingsplatz trainieren. Ich denke, das ist eine super Geste für euch gewesen. Vielen, vielen Dank. Weil bei den Witterungsverhältnissen, ich glaube, die meisten, die schicken dich auf ihren Parkplatz, wenn überhaupt, dass du einen Parkplatz noch bekommst. Von dem her waren wir froh, dass wir heute früh nur 20 Minuten ein bisschen aktivieren konnten. Und von dem her, wie gesagt, großen, großen Dank von unserer Seite an die Fortuna. Ja, zum Spiel, das war so wie gestern die Anreise war, so war das Spiel heute irgendwie gefühlt 8 Stunden von Zug, dann auf dem Bus und dann irgendwann später am Abend kam ich hier an. So war das Spiel heute auch. Ich glaube, wir sind gut reingekommen ins Spiel, die ersten 10, 15 Minuten und dann haben wir immer phlegmatischer geworden, haben das Spiel dann immer ein bisschen aus der Hand gegeben. Und Fortuna hat uns zwar das Spiel überlassen, irgendwo ein Stück weit, also was das Anlaufen betrifft, aber trotzdem haben wir schlechte Lösungen gehabt. Und ich war am Ende dann froh, mit 0-0 in die Halbzeit reinzukommen, weil ich glaube, so wichtig wie heute die Halbzeit war, war es schon lange nicht mehr. Das zeigt dann aber die Qualität meiner Mannschaft, dass sie auch zuhören kann, ein paar Dinge verändern kann und wir einfach auch dann zweite Halbzeit, glaube ich, ein starkes Spiel gezeigt haben und das, was wir in der zweiten Halbzeit geboten haben, auswärts, das war richtig souverän und alle Dinge, die wir uns eigentlich vor dem Spiel vorgenommen haben, die haben wir dann in der zweiten Halbzeit hinbekommen. So endet eine starke Vorrunde. Ich denke, wir wollten hier unbedingt punkten, dass wir mit 3 Punkten heimfahren, ist umso besser. Und jetzt so können wir mit der Vorrunde zufrieden sein. Wir wollten im vorderen Drittel uns etablieren. Das ist uns jetzt mehr als gelungen. Ich denke, einige Dinge, die wir uns vor der Saison vorgenommen haben, besser Fußball zu spielen, einfach richtig stark letztendlich auch in die Liga reinzukommen, das ist uns alles gelungen. Und jetzt schließen wir die Vorrunde heute hier ab und dann geht es nächste Woche nach Kaiserslautern. Da erwartet uns ein schwerer Tanz beim Tabellenletzten. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Woche uns gut regenerieren und am Samstag in Kaiserslautern wieder ein gutes Spiel machen. Der Fortuna, alles Gute weiterhin. Ich denke, wir werden bis zum Schluss um die Punkte kämpfen. Dann geht es wieder weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Michael Kölner? Bitte ich um kurzes Handzeichen. Okay, dann gebe ich das Wort an unseren Trainer Friedhelm Funkel, bitte. Ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Die gebe ich natürlich zurück. Und zum Spiel, ich glaube, man hat heute 2 verschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir über weite Strecken das Spiel sehr, sehr gut gestaltet. Was wir nicht gemacht haben, ist aus unseren Chancen und vor allen Dingen aus der Großchance von Benito Raman in Führung zu gehen. Das hat Nürnberg in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Sie sind in der Tat in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen und haben dann eben auch aus ihren Tormöglichkeiten 2 Tore gemacht. Das war der Unterschied heute und darum haben wir das Spiel verloren. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Spiel, vor allem nicht mit der ersten Halbzeit, aber wenn man verliert, kann man natürlich nicht zu 100% zufrieden sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Kompaktheit gehabt, wir haben das Spielfeld zu groß werden lassen. Wir haben die Räume nicht mehr so bespielt, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben und das war letztendlich auch der Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben. Aber ich bin mit der Halbzeitbilanz nach 17 Spielen durchaus zufrieden. Wir haben 31 Punkte geholt. Ich glaube, das ist das, was uns vor der Saison nach 17 Spieltagen die wenigsten zugetraut haben. Das ist in Ordnung und wir wollen auch am kommenden Freitag, nachdem wir auch nur eine noch kürzere Regenerationsphase haben, versuchen, im Braunschweig wieder mit Punkten die Rückrunde anzufangen und dann gehen wir in die verdiente Winterpause. Vielen Dank. Vielen Dank, Friedhelm Funkel. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Das ist auch nicht der Fall. Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche eine gute Heimreise.